Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Long Dark. Wir krebsen hier noch beim Staudamm rum und müssen uns nun wieder langsam nach Hause bewegen. Kommt man eigentlich... Ich will nur mal ganz kurz was gucken. Ach, ich kann nicht laufen, weil ich... rennen, weil ich so schwer beladen bin. Nee, da hinten ist nichts. Okay. Ich will mich nur ein bisschen genauer umsehen, denn eventuell liegt hier doch noch ein Ball. Aber netterweise wurde mir in den Kommentaren jetzt schon geschrieben, dass ich einen Ball finden kann. Bei dem Lagerhaus, also, ihr wisst schon, bei dem See. Ich glaube, das war der Rätselsee, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sehen wir uns noch ein kleines bisschen um. Okay, da ist also direkt der Staudamm. Da wird wohl nicht so viel passieren. Hier sind noch so kleine Stöcke, das müssen wir uns merken, dass wir die dann noch einsammeln können und dem, ja, einsamen Eremiten da geben können. Scheiße. Wir laden jetzt einfach mal. Ja, das kann so schwer nicht sein. Also zur Not können wir auf ihn schießen. Wenn er meint, uns angehen zu müssen. Wir wagen das jetzt einfach mal. Ich versuche ihm jetzt einen Headshot zu verpassen. Okay, das hat nicht geklappt, weil der Drop ein bisschen stark ist. Ist der jetzt weg? Der ist weg. Hat er uns hier noch was übrig gelassen? Ach so. Den kann ich mit der Hand nicht auseinandernehmen. Okay, der ist völlig panisch. Das passt schon mal gut. Ich könnte auch mal hier... Habe ich nachgeladen? Ja, ich habe nachgeladen. Hau ab, Wolf. Oh, oh, jetzt ist er wieder nicht mehr panisch. Oh! Dreck! Dreck! So, ich hoffe, er haut jetzt ab. Und lässt uns erstmal in Ruhe. Der wird uns gleich nochmal angreifen. Ich sehe es ja schon kommen, verdammt. Und Mist ist halt, ne, wir können nicht rennen, weil wir einfach zu schwer beladen sind. Eventuell wäre es dann klüger, wenn ich noch ein bisschen was zurücklasse. Sobald... Sobald ich bei dem Lager bin. Oder bei dem Lagerbüro. Genau das war der richtige Name, den ich finden wollte. Lagerbüro. Es heißt einfach nur Lagerbüro. Dort machen wir einen kurzen Zwischenstopp und dann laden wir dort ein paar Sachen aus, die wir nicht brauchen. Ich denke, das ist richtig so. Ach, ja. Ach, jetzt ist da der nächste Wolf. Euer Ernst? Das ist so... Wo kommen denn die plötzlich her? Ich zünd das Ding einfach mal an. Nur zur Sicherheit. Hat er uns gesehen? Ja, der hat uns gesehen. Also wir müssen ihn vertreiben. Gut, wir betteln uns jetzt gleich mit dem nächsten Wolf. Hä? Hm? 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 So, jetzt werfen wir einfach mal die Fackel auf ihn, und zwar in die Richtung. Scheiße. Wieso klappt das denn alles nicht? Alter! Was ist denn heute mit den Wölfen los? Da wirfst du eine Fackel auf die, ne? Und nö. So, wir hauen uns einfach mal so einen Bartflechtenverband. Oh Gott. Okay, so klappt das wohl nicht. Dann müssen wir jetzt mal schauen.
Wir legen einfach mal einen Verband an. Was ist denn da los immer? Ich check das nicht. Also, egal was ich mache, ich versuche zu desinfizieren, ich versuche irgendwas zu... Wir müssen mal gucken, wartet mal. Das ist doch echt jetzt der letzte Mist. Ach so, deshalb. Ich habe jetzt hier einfach Sachen verschwendet. Du kannst keine Waffe... Ach, das überleben wir schon. Solange wir nicht bluten, passt alles. Und das sah jetzt nicht danach aus, als ob wir bluten würden. Aber es wäre schon gut, wenn wir irgendwo den See finden. Nee, da unten ist es nicht. Da unten ist irgendwo so das Holzfällerlager. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da nicht auch noch ein Wolf ist. Denn das ist schon echt mies. Das ist doch mal echt mies. Und das Wetter wird jetzt natürlich... Naja gut, es ist nicht so schlimm, so wie es aussieht. Die Temperatur hält sich, wir sind also gut genug eingepackt. So, müsste jetzt hier nicht langsam mal so rechts diese Abbiegung kommen. Und das mit der Fackel müssen wir uns auf alle Fälle merken. Bloß nicht werfen, das bringt eigentlich nichts. Ich hatte irgendwie gehofft, dass die Wölfe dann doch ein bisschen schreckhafter sind. Dass man einen gewissen Realitätsgrad zumindest irgendwie verwendet. Ich glaube, wenn so ein Wolf irgendwie eine Fackel entgegengeworfen bekommt, ist er ziemlich erschrocken und rennt weg. Liegt da eine gefrorene Leiche? Gucken wir mal hin. Na? Oder ist es nur ein Stein? Ich glaube, das ist nur ein Stein. Das ist in der Tat nur ein Stein. Mist. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass die Framerate irgendwie etwas eingebrochen ist, was ich mir ehrlich gesagt nicht erklären kann. Es gibt so Mikroruckler. Eigentlich ist meine Grafikkarte mehr als ausreichend. Was das wohl wieder ist. Okay, da vorne war... Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch weiter gehen. Und dann müsste doch dann irgendwann mal die Abzweigung kommen. Sodass wir ins Lagerbüro gehen können. Da vorne jetzt rechts vielleicht? Ich glaube schon. Ja, hier dürfte es sein. Oder auch nicht. Die haben die Welt ganz schön verändert. Wo bin ich denn jetzt? So, ich bin doch jetzt hier schon beim entgleisten Zug. Das heißt, wenn ich hier so runtergehe, müsste das Ding... Ach so, es müsste links sein. Links von mir. Und gar nicht rechts. Ja, vielleicht dann da vorne. Ich hoffe es jetzt einfach mal, weil ein Unterschlupf wäre bestimmt nicht schlecht.
Und vor allem halt das Beil. Das wäre super, wenn wir das Beil hätten. Jetzt geht die Fackel langsam aus. Das wiederum ist nicht so gut. Oh ja, ich glaube, da ist es. Da ist es und ich habe einen Wolf holen hören. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der nicht direkt vor dem Haus rumläuft. Ja, der läuft dort unten auf dem Wasser. Oder auf dem Eis, besser gesagt. Es ist ja kein Jesuswolf. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier was abgreifen können. Und wenn nicht, würde ich eigentlich gleich sagen... Na, wobei, es wird jetzt langsam Nacht auch wieder. Gucken wir einfach mal. Die Fackel ist mittlerweile nutzlos. Dann gucken wir mal, ob wir die vielleicht auseinandernehmen können und damit noch irgendwie was ansatzweise Interessantes oder Gutes fabrizieren können. Das ist das Lagerbüro. Neuer Ort entdeckt, Lagerbüro. Und tatsächlich, der Hinweis, der mir gegeben wurde, ist richtig, hier ist ein Beil. Eine super Sache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier großartig was durchsuchen will, weil eigentlich haben wir mehr als genügend. Nee, da kommen wir bestimmt nochmal zurück. Das Ball war jetzt das Wichtige. So, was sagt denn jetzt die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt, ja, wir sollten vielleicht jetzt nicht nochmal aufbrechen. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so klug. Das heißt, wir hauen uns dann ins Bettchen. Sollten das hier aber jetzt nochmal vernünftig durchsehen. Eventuell liegt hier irgendwo eine Notiz rum. Ich durchsuche einfach die Dinger und lasse die Sachen hier. In der Kühlbox ist nichts, da ist was. Ein Parkhinweis? Parkhinweis. Aufgrund des ungewöhnlich kalten Wetters dieses Jahres schließen wir den Provinzpark Rätselsee etwas früher als üblich. Stellen Sie sicher, dass alle Camper ihre Sachen gepackt haben und bereit für den Abtransport mit dem Schienenwagen sind. Wer nicht mitfährt, muss zu Fuß aufbrechen. Nicht gerade angenehm. Schließen Sie wie gewohnt alle Seehütten ab und stellen Sie sicher, dass alle Vorräte in bärensicheren Behältern verstaut sind. Und bitte nehmen Sie dieses Jahr die Flagge ab. Nach dem letzten Winter mussten wir sie ersetzen, da der Wind sie einfach in Fetzen gerissen hat. Sobald Sie das Lager abgeriegelt haben, melden Sie sich beim Förster Aussichtsturm. Dort vermutet man, dass jemand den Aussichtsturm benutzt hat, um Jagdausrüstung zu lagern und alte Tierfälle zu trocknen. Kann nicht behaupten, dass ich sie an diesen Hinterwäldlerposten beneide. Seit den Erdbeben geht großer Bär echt den Bach hinunter. Was ist hier immer los mit den Erdbeben und allem? Das klingt alles so nach Apokalypse. So als wären wir in einer untergehenden Welt. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Ja, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Lauter Zeug. Wir gucken hier einfach mal den Behälter rein. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich alles nicht. Zumindest im Moment nicht. Was können wir hier noch vielleicht finden? Stapel Papiere. Hier liegt noch lauter Zeug rum. Nichts, was wichtig wäre. Gucken wir uns das mal an. Nee, die brauche ich jetzt auch nicht. Brauche ich nicht. Verfällt das bald, aber auch nicht. Wenn ich vielleicht was finde, was bald verfällt. Oh, Schlüssel zur Seehütte Nummer 3. Nehme ich sehr gerne mit. Dann war es das erstmal. Vielleicht finden wir dann dort andere Schlüssel. Es könnte natürlich auch sein, dass hier noch mehr so Schlüssel irgendwie rumliegen. Vielleicht bei Leichen. Dass die quasi dabei hatten. Und während sie gestorben sind. Was ist das? Das ist einfach nur ein Regal, ein Buch. Das kann man nicht aufheben. Noch mehr Bücher. Na, sind wieder nur Äste drin. Gar nichts. Ne? Wenigstens wird hier der Müll schön ausgeleert. Wölfe. Ja. Nichts, was ich mir hinhängen würde. Here.
Können wir mal mitnehmen. Die können wir ja noch auseinandernehmen. Hier haben wir da noch ein paar Sportsocken, die niemand braucht. Wanderstiefel, die braucht auch niemand. Ein neuer Schlafsack. Und wir gucken mal uns die Truhe an. Brauche ich nicht. Nee, das hält auch noch ewig. Das brauche ich doch alles gar nicht. Okay. Das heißt, hier gibt es jetzt nichts zu tun. Dann würde ich sagen, nachdem es jetzt mittlerweile schon dunkel wird, nutzen wir die Zeit hier, um noch ein paar Sachen auseinanderzunehmen und vielleicht zu flicken. Das wäre es doch. So, was haben wir hier? Was ist mit der Fackel? Aktion zerlegen. Dann kriegen wir einen Stock. Naja, wieso nicht? Wieso denn nicht? Haben wir die gar nicht mitgenommen? Doch, wir haben doch da noch 12 Patronen. Hm. Wieso habe ich den getrockneten Darm mitgenommen? Also manchmal muss ich mich schon fragen, was ich da tue. Okay, wir haben etwas Hunger und Durst. Haben wir nicht auch noch frisches Fleisch gehabt? Haben wir nicht mehr, haben wir schon aufgegessen. Okay. Das heißt, wir essen jetzt erstmal hier so die kleinen Schokoriegel, die bald verfallen. Ich sag's mal so, das ist sehr ausgewogene Ernährung. Ah. Und ich denke, da können wir uns noch eins reinschieben. Und dann passt wieder alles. Könnten uns vielleicht einen Tee machen. Ah, verheißene Stelle. Okay, dann machen wir das. Wir machen jetzt hier einfach mal ein kurzes Feuerchen. Mit einem verstauchten Ding kannst du keine Waffe tragen, alles klar. Wir nehmen Bargeld das zu und da haben wir dann nicht noch was Besseres, ein Buch. Gut. Dann lass uns mal ein Feuer machen. Dann werden wir ein bisschen Wasser aufkochen und wir machen uns einen leckeren Tee und dann passt das schon. Na? Adel? Das funktioniert. Dann klatschen wir jetzt hier einfach mal das Altholz hinzu. Das sollte reichen und einen Stock. Naja. So. Wie viel haben wir denn von dem Zedernholz? Nur eins und noch vier Bücher? Nee, nee, das heben wir ein bisschen auf. So, wir machen uns ein klein wenig Kräutertee. Das war jetzt, glaube ich, die falsche Reihenfolge. Mist. Dann schmelzen wir noch einen Liter. Und kochen einen Liter auf. Alles klar. Und es ist noch hell genug, sodass wir noch ein paar Sachen auseinandernehmen können. Hier haben wir Dinge gefunden, die werden wir wohl nicht brauchen. Hier so abgenutzte Dinger der Aktion, jetzt legen wir. Kein Problem. Für diejenigen, die sich wieder nur für die Story interessieren. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch viel tun werde. Innere Schicht, wartet mal. Können wir mehr anziehen? Nein, können wir nicht. Accessoires haben wir auch noch nicht. Und hier wurde mir ja empfohlen, vielleicht noch eine Mütze zu nehmen. Und ich glaube, diese Empfehlung ist sehr gut. Das ist nämlich alles deutlich besser. Danke für den Hinweis. Das war ein sehr guter Hinweis. So, dann können wir das eigentlich gleich zerlegen. So. Brauchen
brauchbare Thermounterwäsche, die trage ich und die trage ich auch. Das trage ich halt auch, die Cargohosen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie was bringen, oder? Na, ja, dann müssen wir, wegen dem müssen wir nochmal gucken, was da ist. Aber die Hosen, denke ich, die werde ich schon mal zerlegen. Wir müssen einfach ein bisschen Gewicht einsparen. So, was haben wir denn noch hier? Brauchbare Arbeitshosen. Die sind besser. Die sind tatsächlich besser. Okay, dann wartet mal. Dann ziehen wir hier die Dinger an. Und dann würde ich einfach sagen, zerlegen wir das jetzt schon oder heben wir die nochmal auf? Könnte ja sein, dass wir mal wieder zerfressen werden und dann ist irgendwas komplett kaputt. Ich glaube, so ein paar Sachen sollte man aufheben. Ach ja, da wollte ich auch noch gucken, ob der was bringt. Da müssen wir mal gucken. Ich denke nämlich, das sollte besser sein als das Hemd eigentlich. Noch, aber ich denke, das liegt einfach an dem Zustand. Wir müssen das erstmal reparieren. Wir werden das Hemd einfach schnell reparieren. Ja. Das machen wir doch. Okay, es ist zu dunkel mittlerweile. Das heißt, wir machen das nicht und wir sollten uns jetzt ein Bettchen suchen. Ach, ich habe doch hier extra den Tee gemacht. Moment. Wo ist der Tee? Ist der noch warm? Kälte. Eine Tasse Tollkräutertee. Wir trinken den jetzt einfach mal. Verbessertes Ausruhen. Dann schlafen wir jetzt erstmal 8 Stunden. Sehr gut, unsere Handgelenke sind wieder geheilt worden. Und ich glaube, oh ja, wir müssen jetzt sofort was trinken und essen. Was haben wir denn noch hier? Und draußen stürmt es, das gefällt mir ja gar nicht. Dann trinken wir noch ein bisschen von Stacys Traubenlimo. Dann haben wir wieder genügend Kalorien intus und natürlich jede Menge Wasser. Wir sind immer noch fett überladen. Was könnten wir loswerden? Ich glaube, so viel brauchen wir ja eigentlich auch nicht, ne? Naja. Wir sollten hier etwas zurücklassen. Wieso ist es noch so dunkel? Moment, wir müssen einfach nochmal so 2 Stunden schlafen. Und dann gucken wir weiter. Wieso ist es immer noch so dunkel? Boah. Ich sehe gar nichts. Aber wir haben hier eine Laterne. Laterne, Laterne. Zünden wir das Ding mal an. Wow. Okay. Ich weiß nicht, wie oder wann wir dann hier wieder zurückkommen. Ich würde einfach mal sagen, das wird ein neues Basecamp. Dementsprechend werde ich hier Sachen einlagern, die wir jetzt aktuell nicht brauchen. Zum Beispiel hier oben. Ach, ich nehme jetzt einfach mal hier mal die Limo mit. Was brauchen wir denn nicht? Ich glaube, ganz so viele Streichhölzer müssen nicht sein. Das ist schon mal gut. Die anderen sollten reichen. Dann können wir das schon mal hier lassen. Ja, so viel braucht doch kein Mensch. Ich glaube, so Notfallspritzen sind jetzt auch nicht unbedingt so zwingend. Da lassen wir auch mal eine hier. Hier Schmerzmittel. Ich glaube, das passt so. Antibiotika werden wir auch nicht so viele brauchen. Hiervon. Ich glaube, die brauchbaren Wanderstiefel brauchen wir aktuell nicht. Können wir hier lassen. Hier haben wir noch brauchbare Fließfäustlinge. Da wollte ich auch nochmal gucken, ob die was bringen. Dann Kaffee.
Ich glaube, ganz so viel Kaffee muss jetzt nicht sein. Ja, lassen wir mal ein bisschen was da. Das können wir da lassen. Dann haben wir hier für den Notfall immer ein bisschen was liegen. Schaut mal, das hält ewig. Das Zeug hält ewig. Dann lassen wir das auch mal hier. So, das ist doch schon mal gut. Als nächstes könnten wir noch ein Liter Wasser hier lassen. Hiervon. Wir werden wohl nicht ganz so viele Nähs jetzt brauchen. Also kommen auch die mal hier rüber. Und ich denke, da könnten wir auch noch hier ein paar reintun. Das sollte jetzt erstmal reichen. Okay, ich denke, das ist jetzt erstmal gut. Ja. So, das Ding machen wir aus. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wir gucken mal zu den Waffen. Gleich mal neu laden. Was ist eigentlich mit der verbrauchten Patrone? Liegt die dann jetzt hier irgendwo rum als verbraucht oder... Nee, die scheint er fallen zu lassen. Sehr schön. Alles klar. Ich würde sagen, wir brechen allerdings erst in der nächsten Folge auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.